Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's. So. Wo lang? Da lang, ne? Von da kamen wir ja wahrscheinlich. Hä? Warum ist denn das wie... Ach du Kacke. Bitte nicht. Warum? Warum denn der? Halt, stopp, ich will mir ganz kurz das angucken. Das ist nämlich sehr wichtig. Ja. Alien-Übersetzung. Ja. Toll. Das passt ja jetzt gerade richtig hierzu. Ich opfer mich. Ach du. 1, 2, 3, 4. 4 Alien-Regenerations-Mistviecher sind hier am Werk. Und da ist eine Belohnungskiste. Alter, sag mir jetzt nicht... Moment. Sag mir jetzt nicht, ich muss jetzt... die Viecher irgendwie bekämpfen und nebenbei das alles aufsammeln. Das wird ein Spaß! Wenn es überhaupt so sein soll. Wehe, ihr kommt jetzt alle raus, ne? Komm schnell! Alles einsammeln! Wo lang? Ach, die bewegen sich gar nicht. Auch diese kleinen Pussys. Halt, stopp, ich will das nur aufsammeln. Hihi. Hoho. Okay, jetzt könnt ihr meinetwegen rauskommen. Mir scheißegal. Ich bin schon weg. Tschüss. Alter, so eine kleine Pussys, ey. Da kommen sie nicht mal raus, ey. Ich werde jetzt kommen, sie überall aus den ganzen Lüftungsschächten hier und überall und bla bla bla. Oder es war wirklich nur Deko. So von wegen Angstmacherei oder auch nicht. Halleluja. War ja klar, ey. Bei Dead Space 3 Angstmacherei, haha, wir schicken dir gleich zigtausend Aliens auf den Arsch. Hoi, 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 hoi. Und dann natürlich auch noch so ein Typi Heini. Hoi, hoi, hoi. Und noch am Hacken muss ich sein. Alter. Wird ja echt. Funny. Was mit den anderen? Da ist er. Oh, komm, 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 mach eine, mach eine, mach eine, mach eine. Alter, ich find's nicht. Ist aber auch jetzt richtig krank, oder? Sag mal jetzt ehrlich. Ich meine, diese Viecher. Und da muss ich noch nebenbei hacken. Aber klar, ich habe ja nichts Besseres zu tun, ne? Scheiß drauf. Ich mach alles gleich hier, jawoll. So, Moment, der auch nochmal, jawoll. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Da, jawohl, ich hab's geschafft, ihr kleinen miesen Säcke. Ich bin weg. Adios, amigos. Ich hoffe, ihr verreckt irgendwo. Ich fliege jetzt. Tschüss. Die kommen wahrscheinlich eh nicht hinterher. Mit meinen geilen Düsenantriebsdinger, jawohl, so muss das sein. Boah. Am Hacken und dann noch zwei Regenerationsbücher. Ich frag mich, was mit den anderen war. Ich glaube, die kamen irgendwie nicht raus oder so. Ah, diese kleinen Pussys. Ja, ja. Freut mich. Ah. Aber was mit euer Freund da? Der kommt da irgendwie nicht raus. Oh, der Plasma-Cutter, ne? Der ist einfach zu einfach mit dem Plasma-Cutter irgendwie. Ah, toller Scheiß. Tschüss. Ein Schuss wirklich und das Beinchen ist ab und dann noch ein Schuss und der Arme ist ab, ey. Hammergeil. Boah, wir haben ja 13 Dinger drin. Wusste ich gar nicht, dass wir jetzt so viel haben. Ist ja Hammer. Die optionale Mission haben wir jetzt aber wirklich beendet, ne? Ja, wirklich beendet. Ich habe nämlich gerade irgendwie gar nicht drauf geachtet, ob da stand so abgeschlossen oder so, ne? Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Aber dann hätte ich das eigentlich noch mitnehmen sollen irgendwie im vorigen Part. Naja. Jetzt haben wir es halt nochmal gemacht. Oh, jetzt muss ich hier das Alien-Rätsel. Ach, da steht's ja da unten. Ich kann es mir eh nicht merken. Ach, das war es jetzt gerade, was er gesagt hat, glaube ich. Was passiert, wenn ich jetzt einfach mache? Das wird jetzt so ein Spaß, ne? Ja, das... Nee. Moment. Das war so hier. So hat das gesagt, glaube ich, ne? Warst du? Ja, scheinbar nicht. Nee, das ist wirklich das, was... Nee, Moment. So hat er es jetzt gerade, glaube ich, gesagt. Glaube ich jedenfalls. Ah, danke.
für die Lösung. Boah, Alter, wie sich das... Boah. Alter. Wie das da aussah. Sah aus wie... Stargate? Stargate, oder? Ja, Stargate hieß es, glaube ich. Oder? Diese eine Serie? Glaube ich jedenfalls. Sieht ja echt schon... sehr geil aus. Alien-mäßig, Alter. Hä? Wie soll ich denn da jetzt hoch? Soll ich irgendwie jetzt hier... Ah, damit. Genau. Wollte schon sagen. Ah, jetzt kommen Viecher. Diese ganzen Distanz-Mistviecher wahrscheinlich, ja. Da kommen sie schon an. Alter, wie sah denn das... Das sieht irgendwie total krass aus. Wenn ich das so schieße, das Teil. Ach du Scheiße. Von wo was denn? Wie, wo, was? Irgendwann habe ich gerade nochmal ein Vieh gehört. Aber scheinbar... Hä? Ach da. Jawohl. Ah, mit einem Schuss ist... Nee, Mensch. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Jetzt ist es tot. So. Da ist noch eine Kiste. Oh, Medipack. Bleib hier. Da schieße ich einfach mal das Medipack weg, weil ich dachte, ich habe jetzt die Kiste in der Hand gehabt. Ey, scheiße. Na egal, wir brauchen es ja eh nicht. Wir haben ja noch genug. Ich hab's ja. Hey, ich schieße einfach mal das Medipack weg. Ah, toller Scheiß. Wo lang denn jetzt eigentlich? Da lang, okay. Ich will da durch. Hallo? Ich will da durch. Warum kann ich hier nicht durch? Ach, danke. Ah, noch mehr Viecher. Wo denn? Was denn? Wie denn? Alter, diese Geräusche lecken mich am Arsch. Ey. Ich hab hier keinen motherfucking Überblick. Hol mal meine, deine Tentakel da raus, ey. Danke. Jawohl. Schöner Ding. Ah, der nächste Alien-Übersetzer. Ach, da steht's ja auch, wie das sein soll wahrscheinlich. Okay, Moment. Steht das auch noch da? Okay. Moment, so, zack. Das andere habe ich nicht mehr gesehen. Wie war das andere nochmal? Na, ist schon okay. Ist richtig. Können wir abspielen. Hammergeil. Jawohl. Ich bin total der geile Alien-Übersetzer irgendwie. Ich kenne mich da aus, ey. Mit der Alien-Sprache. Ja, ja, ich kenne mich aus. Müssen wir noch irgendwie was nachladen? Nein. Kann es sein, dass die Wumme irgendwie jetzt anders aussieht? Was mit den Schatten da vorne? Guck mal. Schatten weg, Schatten da. Schatten weg, Schatten da. Oh Mann. Oh, na du? Ich dachte zur kurzen Zeit, was ist denn das für eine Hand? Wow, motherfucking shit. Alter, ganz schön viele Aliens, die mich hier jetzt gerade ein bisschen anschauen. Der schaut mich besonders an, dieses kleine Etwas, dieses... Hier kriegst du hier gleich mal einen Moment hier. Ich kann nichts aufheben. Na, warte. Ja, hattest du mal Glück, ey. Ich wollte gerade auf dich was werfen. Carl, diese scheibenförmigen Bereiche auf dem Boden laden unsere TK-Kapazität zwar enorm auf, tut aber auch völlig weh. Was ist mit Stase? Was soll damit sein? Glauben Sie, sie ist auch verbessert? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich das richtig jetzt mache, aber hey, ich mach's einfach. Hey, hey. Ich starte einfach mal hier weiter. So. Da ist noch eine Kiste. So, machen wir an hier den Strom. Ah. Alien-Viecher. Ole, ole, ole. Geh neben deinen Kollegen wieder. Und du auch. Und du auch. Und du ebenfalls. So kann man Munition sparen, meine lieben Freunde. So muss das sein und nicht anders. Was liegt denn darum? Wieder so ein Rahmen.
den ich eh nicht gebrauchen werde. Ja. Mach mal die Kiste auf, Kollege. Dann mach ich sie halt auf. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir gucken ganz kurz mal da nach oben. Mal gucken, was da so abgeht. Bin ich aber gespannt. Was ist denn hier los? Ich hätte mich erwartet, irgendwie gleich so ein geiles Rätsel mit diesen Plattformen irgendwie. Die Dinger sind mir irgendwie nicht geheuer. Der erwartet bestimmt noch gleich ein Rätsel. Fängt schon an mit den... Okay, der Aufzug kommt normal nach unten gefahren. Ah, da ist eine Bank nebenbei gesagt. Cool. Da können wir ja ganz kurz mal diese Upgrade-Platte... Ah, ne, diesen Rahmenseil. Achso, wir haben ja noch Platinen gesammelt, stimmt ja. Vor zwei Nachladen, zwei Feuerrate, zwei plus Schaden, ey, immer schön zwei plus Schaden, geiler Scheiß. Boah, wie viel, zwei plus Schaden, ey. Wie schaut's jetzt eigentlich aus nochmal mit dem Plasma-Cutter? Zwei plus Schaden, zwei minus eins Nachladen, minus Feuerrate. Ja, dann werde ich auf jeden Fall... Obwohl, das ist eigentlich scheißegal, ich meine, Nachladen ist ja eh komplett schon upgraded. Feuerrate, ja, meinetwegen. Das können wir ja denn da reinhauen. Und zwar das hier einfach, ja. Haben wir eigentlich irgendwas noch mit Clip, sag mal? So zwei Schaden plus ein Clip, ja. Plus ein Clip plus ein Schaden. Ein bisschen mehr Munition wäre schon sehr geil, irgendwie. Ah, schade, haben wir nicht. Wie schaut es eigentlich aus mit der Wumme hier? Wenn da jetzt irgendwas ist mit 2 plus Schaden, 2... Okay, steht auch... Obwohl da, 2 plus Schaden, 1 plus Clip. Ja komm, die machen wir so hier. Und da hauen wir halt einfach... Ja, das rein. Ich meine, die Waffe benutze ich eh nicht so oft. Von daher ist der Clip eigentlich bei der Waffe scheißegal. Wenn man die halt nicht so oft benutzt, für was denn eigentlich? Dann eigentlich, ne? Okay, 2 plus Schaden, 1 plus Clip, okay. War da eigentlich noch irgendwas mit 2 plus Schaden, 1 plus Clip irgendwie? Erzähl mal. Ja da. Geiler Scheiß. Und da holen wir halt 2 plus Schaden, 2 plus Feuerrate. So, wo hau ich jetzt diesen Clip rein? In die Feuerrate? Oder Nachladen? Was passiert, wenn ich jetzt das wechsel mit Nachladen? Da verändert sich gar nichts, denn Nachladen ist schon komplett upgraded. Okay, geiler Scheiß, jetzt haben wir noch mehr Munition. Ich meine, für was bei so einer dicken Wumme Clip-Dinger reinhauen, wenn ich den Plasma-Cutter eh die ganze Zeit benutze. Wisst ihr, was ich meine? Ist doch rein totaler Quatsch. Und wie viel Munition haben wir jetzt? 13. Und jetzt 16. Oh, geiler Scheiß, da kann ich erstmal schön die ganzen Sachen raushauen, ey. Kann ich erstmal schön losballern. Das freut mich. So macht es doch schon viel mehr Spaß. Oh ja, oh ja. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, irgendwie wir nähern uns dem Finale. Alter, sieht das krass aus, ey. Alter, Vater, ey. Diese ganzen Alien-Viecher, ey. Wurden echt geil gemacht, ey. Leck mich fett. Meine Fresse, ey. Das ist scheinbar jetzt so die Maschine, glaube ich jedenfalls, oder? Alter, stellt euch mal jetzt vor, ich gehe jetzt da hin irgendwie und mache irgendwas jetzt. Und dann erwachen diese ganzen Alien-Viecher. Da ist ja auch noch einer. Ja, du? Alte Klärchen. Und dann erwachen die ganzen Alien-Viecher jetzt gleich zum Leben. Ey, das wäre jetzt, Rambum! Mäßig. Okay. Okay, komm, nochmal nachladen. Zum letzten Gefecht, wahrscheinlich, vielleicht, wer weiß. Okay. Mal gucken. Was erwartet mich jetzt hier? Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken das. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet
Eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und Sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen Sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Boah, ich bin immer noch so erstaunt, ey. Wie das aussieht. Geiler Scheiß. Ja, schön, schön. Lass mal irgendwas hier machen. Achso, wir müssen das jetzt irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist richtig. Da muss ich jetzt nach rechts irgendwie ziehen. In der Hoffnung einfach mal, dass jetzt so richtig, was ich mache. Jetzt stehen sie alle wieder. Jetzt haben sie alle eine Latte. Ja, Mann. Aber scheinbar war das doch nicht so richtig. Kann ich jetzt auch wieder nach links irgendwie schieben? Ah, ich muss es nach oben ziehen. Das Ding ins Kirschen. Okay. Ich dachte, ich muss das nach links und nach rechts ziehen. Okay, der ist schon ganz oben. Und jetzt geht gleich die Party ab. Der letzte. Und? Ah, es sieht jetzt schon auf jeden Fall sehr viel besser aus. Jetzt könnte doch eigentlich irgendwas passieren hier. Muss ich jetzt hier irgendwas noch machen? Moment, vielleicht muss ein bisschen die beiden vielleicht mehr nach oben stehen. Ha. Oder vielleicht müssen die komplett nach unten. Könnte natürlich auch sein. Ha. War das jetzt richtig oder was ist jetzt mit den Geräuschen los? Alter. Meine Fresse. Was mache ich hier bloß, ey? Ich habe gar keinen Bock mehr, das Rätsel weiterzulösen, weil ich bestimmt irgendwie glaube, dass dann irgendein Alien-Vieh total zum Leben erwacht oder irgendwas gleich abgeht. Muss ich jetzt hier hinschauen? Unglaublich, oder? Du sagst wieder das Gleiche. Aber mit der Stase muss ich hier nichts nehmen. Ah, ich habe jetzt so unendlich Stase nebenbei. Wusste ich gar nicht. Oh, doch nicht. Habe ich jetzt die ganze Zeit Stase genommen? Kein Plan. Ah, Mann. Ah, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ne? Auf jeden Fall irgendwie perfekt jetzt hier anordnen, aber ich weiß halt auch nicht, wie. Steht es vielleicht irgendwie auf der Tafel? Ah, auf der Tafel steht das, wie sie angeordnet sein sollen. Komm, wir nehmen mal das jetzt, das Rätsel hier. Also die beiden sind so nach oben, ja, das ist schon mal perfekt. Und die anderen müssen dann nach außen sein, also komplett nach oben wahrscheinlich, ne? Ja, ja, komm, gut hin. Bin ich jetzt mal ganz gespannt, jetzt, was jetzt hier gleich passiert. Was passiert jetzt hier? Jetzt müsste ja irgendwas passieren. Ah! Look at this, look at this. Da habe ich was gemacht. Was kann ich jetzt damit machen? Alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Halt, stopp! Bevor wir das machen, werde ich erstmal noch das Dingens machen. Ich würde nämlich auch noch interessieren, was denn da passiert. Okay, die beiden sollen jetzt nach oben. Hey! Spielverderber! Ich kann das nicht machen! Manu, ich hätte mich so gefragt, was da passiert jetzt. Was so ein Scheiß. Geht das jetzt wirklich nicht mehr? Es geht nicht. Ich kann das jetzt hier nicht mit Chinese machen. Boah, schade, ey. Oh, Manu. Ach, Kacke. Aber ich würde sagen, ja. Bevor wir das hier alles jetzt noch weitermachen, ja. Werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Dead Space 3 wieder. Schakalaka, Motherfucker. Bye.